Dann geht's hier auf die 4. Ich schnupsel mich da ein bisschen nach vorne. So, können wir hier nämlich wieder zumachen. Wir ziehen jetzt mal wieder ein bisschen eine Glasleine durch die Gegend. So, fluff, 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 fluff. So, und da ist Schicht, genau. Rückwärts würde ich da jetzt ungern wollen, weil da hinten irgendwann mal ein Ende kommt. Genau, nämlich hier. Aber da können wir dann trotzdem ein bisschen Glas durch die Gegend ziehen. Sollte ja nicht so das Problem sein. Zack, 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 zack. So, du kommst weg. Du kommst dahin. Kann ich dir sagen, fluff, und dann geht's hier weiter. Ja, das war clever. Jetzt gerade noch rechtzeitig zu gucken. Und das war dämlich. Oh Mann. Aber das ist jetzt vielleicht gar nicht so verkehrt, dass ich zufällig gerade hier gelandet bin. Hier sind nämlich meine Kisten. So, dann kann ich da nämlich, in die Erde kann ich da noch nicht reinknallen. Aber hier kann ich, glaube ich, wieder Stein reinknallen bis zum Abwinken, nämlich dich und dich und dich und dich und dich. Von dem Stein habe ich noch ein bisschen was. Den packen wir mal weg. Sand lasse ich mal hier unten. Das Holz. Das Holz würde ich auch ganz gerne mal weghaben. So, Glas habe ich eigentlich noch genug. Kann ich eigentlich mal da drauf packen. Dann vertauschen wir das mal. Mache ich dich mal darüber und dich darunter. Dann sieht es ein bisschen systematischer aus. Und dich mache ich mal da rein. Genau. So. Genau, und dann sieht das alles schon mal ein bisschen besser aus. Inventartechnisch zumindest. Und dann denke ich, mache ich mal eine kurze Aufnahmeunterbrechung, weil ich kurz wieder eine Kleinigkeit erledigen muss. Wie es halt immer ist. Okay, Moment. Ich bin hier gerade am Überlegen, ob ich... Ich will hier auf der Ebene sein. Das heißt, ich sollte diese Brücken alle ein bisschen nach unten versetzen. So, und dann denke ich, werden wir uns mal da unten ein bisschen gütlich tun und mal gucken, was es da so zu entdecken gibt. Das allerdings erst nach einer kurzen kleinen Pause in der nächsten Aufnahmesitzung. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Mindtest. Wir haben ja hier schon ein bisschen experimentiert und alles. Ich will jetzt bloß ganz schnell hier einen kleinen Paradigmenwechsel. Paradigmenwechsel? Hä? Nee, also nicht Paradigmenwechsel. Blödsinn. Was ich hier unten ganz gerne kurz machen möchte, ist... Einmal möchte ich diesen Klotz Endloswasser da rausnehmen. Habe ich? Ja, habe ich noch. Perfekt. So, 5. Das heißt, ich kann... Ah, das ist doch kein Endloswasser. Genau. Also, ich möchte einmal diesen Brunnen ein bisschen nach weiter unten versetzen, weil er sollte ja auf dem Niveau hier sein. Und um das zu erreichen, muss ich erstmal hier durch die Sandwüste hier durch, oder dieses Sandlabyrinth. Und muss erstmal hier ganz kurz. So, 4. Was? Nein, Blödsinn. So, wir machen hier kurz mal ein bisschen zu.
Es wird immer besser. Und das da hinten war übrigens auch schon Blödsinn, weil ich das ja da gar nicht machen brauche. So, hier muss ich hin. Da muss ich hin. Gehen wir mal einfach auf die andere Seite. So, das ist halt immer das, was einem gerade so spontan in den Sinn kommt. So, sind wir hier bei 5? Genau. So, dann fällt es hier schon mal alles ab. So, wie es sein soll. Ich schnapp die nächste Glaskuppel. Sack hier Inventar zurück. Knall dich da rein und mach dich wieder weg. Super. Das hat genauso fast so, überhaupt so und überhaupt funktioniert, wie ich das möchte. Dann kann ich da jetzt nämlich mit der Spitzhacke komplett diese Dinge abtragen. So. Und dann ist die Frage, wo ist denn da unten jetzt das Endloswasser? Weil irgendwo muss da Endloswasser sein. So, genau. Da ist Endloswasser. Ah, ja, Essen, Essen. Ham, 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 Ham und Essen. Und wir machen noch mal kurz Tag. Noch machen wir kurz Tag, weil wir ja noch in diesem Baustellenbetriebsel sind, was wir bald nicht mehr sind. Weil bald gehen wir ja wieder auf Entdeckungsreise. Uns Zeug holen. Ja, da gibt es schon wieder so Moosdinger. Die entstehen also immer in der Nähe von Wasser, diese Moosteile. Sie sehen eigentlich ganz cool aus, finde ich gar nicht so schlecht. So. So, da machen wir aber trotzdem mal wieder weg. Du, na, komme ich hier jetzt überhaupt noch raus? Euch mache ich trotzdem mal weg. So, dann mache ich da mal kurz Glas hin. Glas. Na, eigentlich wäre das besser. So, ich mache das mal so. Also, hier rum kann ich ja. Ich brauche hier keinen großen Brunnen. Ich will bloß ein bisschen Brunnen. Das reicht mir ja schon. Quasi einfach als Auf- und Abstieg. Da brauche ich ja gar nicht viel. Das heißt, ich kann eigentlich schon jetzt sagen, hier kluck. Ja, eigentlich könnte ich sagen, so, zack, 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 zack und zack und zack. Das würde ja schon reichen. Das könnte ja schon reichen. Aber eigentlich will ich es ne, doch eine Etage tiefer haben. Doch eine kleine Etage tiefer. Das heißt, ich mache hier mal Fluff und Fluff. So, und dann mache ich da wieder weg. Und weg. Sind wir jetzt eine Etage tiefer, nämlich. So. So, so. Und so. So. Genau, und dann kann ich nämlich hier sagen, tschüss. Ach
Das hier ist jetzt endlos Wasser, oder wie? Nee, das sieht mir nach Gefälle aus. Ja, das werde ich ja jetzt gleich sehen. Moment. So, wenn ich dich jetzt hier wegnehme. 5. Zack. Und du bist wieder komplett voll. Dann ist es auf jeden Fall endlos Wasser. Ja, definitiv ist das endlos Wasser. So, das heißt, ich schnapp dich doch vielleicht mal. Dann habe ich 2 Eimer mit endlos Wasser. Dann mache ich euch mal platt. Denke ich. Oder? Jo, warum nicht? Machen wir die mal platt. So. Dann kann ich das hier auf jeden Fall noch weg. So. Und dann kann ich da wirklich sagen. Zack. Also. Du kommst mal weg. Und du bist weg. So, und ich will hier eigentlich, will ich eigentlich wieder einen schönen Brunnen haben. Das heißt, ich setze hier mal 4 hinter die Tür. Also hinter hier. Hinter hier oder so. So. Genau. So, dann kann ich da vielleicht auch noch einen Moosdinger reinsetzen. Inventar. Zack, zack. Moos. Zack. 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 Okay, dass quasi von hier, von diesem Fall, wieder in alle Richtungen einer ist. Ein Feld ist. Das fände ich nicht schlecht. So. Und wie es dann da drunter ist, ist mir dann eigentlich egal. Da kann es dann ja von mir aus verzweigen, wie es möchte. So, was ich halt auf jeden Fall haben will, jetzt mal abgesehen davon, dass das Zeug hier wegkommt, weg, weg. Ja, das ist okay. Also, da sage ich nicht mal was. Es kann ja ruhig einen Abfluss geben von dem Zeug. So, hier machen wir mal den Sand weg, mit dem wir das Wasser eingeengt haben. Mit dem wir das Wasser eingeengt haben. So, dann kann ich da wieder so einen Moosstein hinsetzen. So, 3, 1, der kann von mir aus auch weg. So. Auch das mit dem Abfluss, das finde ich jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. So. Was ich aber jetzt hier an der Stelle möchte. Ist quasi zu sagen, da unten will ich endlos Wasser haben. So, das heißt, ich nehme die 4 und knall dich mal voll und dann kann ich dich nämlich nehmen und dich voll knallen und glücklich sein. Genau. So. Dann haben wir hier nämlich wieder endlos Wasser. Dann würde ich da ganz gerne eigentlich noch ein paar Steinchen reinsetzen und der ist dann ja okay. Also der kann dann ruhig so bleiben. Wenn ich den Brunnen nicht sogar vielleicht noch ein Stück tiefer grab. Aber hier hinten würde ich ganz gerne noch 2 Moossteine haben. So, euch stapel ich mal wieder. Zack und zack. Ihr kommt da wieder rein. Dann kommt da noch ein Moosstein rein und da noch ein Moosstein und von mir aus auch da unten. Ich muss mich mal kurz räuspern. Entschuldigung bitte.